Ersten auf die Eier. Wo immer er kann, ja, er wird nie erwachsen. Und er muss dazu stehen. Er ist jede Nacht am Feiern, als wär er 17. Mama, ich muss doch nicht nach Hause. Nein, ich darf doch länger bleiben. Schlafen gehen ist uncool. Er will die Leute zu Wahnsinn treiben. Er fühlt sich jung, er fühlt sich sexy. Modisch und super bad. Ja, er ist mit bald 60 immer noch in der Pubertät. Es ist nie zu spät für die Pubertät. Ja, es ist nie zu spät für die Pubertät. Er fährt immer schwarz. Fahrkarten sind für die Füchse. Er zieht sich gelbe Hosen an. Ist Ravioli aus der Büchse. Doch ich will euch mal was sagen. Neuerdings macht er Diät. Ja, er hat sich seit Wochen nur von Pizza ernährt. Er reißt sich Löcher in die Jacke, hat einen Haken aufgenäht. Und sein Lebensmotto ist, wie sein Äußeres verrät. Es ist nie zu spät für die Pubertät. Ja, es ist nie zu spät für die Pubertät. Ja, es ist nie für die Pubertät. Ja, es ist nie zu spät für die Pubertät. Rummeln und rummeln und zapfen und rampfen und ein kleines Stückchen Haschischkauf. Noch viel Pflege haben wir, der trotzen, wann immer er kann, auf den Rollator kotzen. Und dann macht der Pfleger an seinen Abfall, seine Kippen wirft er überall hin. Er benimmt sich immer noch wie ein großes Kind. Und kommt er in den Himmel, vielleicht lassen sie ihn rein, zeigt er allen seinen Pimmel. Provokation.